Konzept, wieder mal Sex. Let's go. Legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch und Limit. Zieh mir an, mein Pimmel. Nennen Sie etwas, das Frauen besser können als Männer. Mathe? Autofahren? Putzen? Hä? Diskutieren? Falsch. Antwort: Putzen. Distanziere ich mich von. Hä, was ist das für ein. Weißt du, was das für ein Tier ist? Ja. Marder. Das ist ein Marder. Marder? Oder? Willst du mir mal die Host unter der Woche noch Essen bestellen? Gehen wir davon aus, dass Sie arbeitslos ja, sind. Gerne können Sie sich bei uns für den Lieferservice bewerben. Ihr Lieferando ihm. Nun muss man sich die Frage stellen: Ist Twitch okay? Ach du Scheiße! Hello, sorry, hello, wir from the Twitch Support. Your band from Twitch. Okay. Dann haben wir ein bisschen Dirty Talk gemacht, circa eineinhalb Stunden telefoniert auf, korrekt. Also ich. Ey, das war wirklich, das muss ich sagen, auch wenn, ich finde es sehr schade, dass Carsten noch nicht da war, aber wir haben wirklich eineinhalb Stunden spontan telefoniert und es war ein sehr, sehr geiles Gespräch. Und das hatte ich letztens mit Tim Gabel. Ich habe letztens auch mit Tim Gabel eine Stunde telefoniert spontan. Und dann habe ich gemerkt, dass ich lang nicht mehr eine Stunde telefoniert habe, spontan. Alles, was Carsten jetzt sagt, könnte eventuell gelogen sein. Ich will jetzt Sascha nichts vorwerfen, auf keinen Fall auch irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Aber das Geräusch klang schon auch so, als hätte er sich im Laufe des Gesprächs zwei, drei Kippen Bro, ich spiele immer mit einem Feuerzeug. Ich sitze hier im Stream. So haben wir telefoniert. Ich saß hier. Yo, Carsten. Yo, was geht? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, ja, alles gut. Hab grad Cap. Ja, Seitenstechen, deswegen muss ich an der Atmung ein bisschen rumschrauben. Normales Telefonat bei mir, hä? Der kann von mir aus. Wer ist das da links neben ihm? So viel im Internet erzählen, wie er will. Wer war das? Jetzt mal Real Talk. Dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal, als ich mich mit einer Kellnerin aus Berlin getroffen habe. Ihr müsst euch überlegen, oh mein Gott, dieser Abend, ich werde ihn nie vergessen. Und dann waren wir in dieser Bar und dann habe ich diese Bedienung gesehen und ich dachte so, okay. Mit mir ist vorbei. Das ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und dann war ich so, Digga, oh mein Gott. So eine Süße, okay? Und dann sind wir gegangen von der Bar. Und dann haben wir uns aber abends mit einem Kollegen noch getroffen. Wir waren so, wo sollen wir hingehen? Haben wir gesagt, lass doch einfach wieder in die Bar. Und dann habe ich dort 4, 5 Bier reingezündet, okay? Und dann hat der Laden zugemacht. Jetzt oder nie. Bin ich zu der hingegangen. Sorry! Kann ich deine Nummer haben? Dann hat sie mir ihre Nummer gegeben. Dann haben wir ein bisschen geschrieben. Und als ich das nächste Mal in Berlin war, habe ich mich mit ihr getroffen. Und ja. Ich hab sie gebumst. Bro, mega geil. Am nächsten Tag habe ich sie nochmal gebumst. Eines Tages kriege ich eine Nachricht auf meinem Handy von irgendeiner random Nummer. Hey, was soll das? Du hast mit meiner Freundin geschlafen. Ich erstmal gar nicht gewusst, worum es geht, bis der mir dann kurz klar gemacht hat, dass es sich um die Kellnerin aus Berlin handelte. Oh, perfekt. Ganz nein. Ehrlich, es gibt auch Männer, die achten aufs Innere und nicht aufs Äußere. Da stimme ich aber auch zu. Wie soll ich denn aufs Innere gucken? Ich finde Charakter wirklich wichtiger als das Aussehen. Das meine ich wirklich ernst. Wenn ich lüge, dann soll ich jetzt anfangen zu lachen. Hey now. Wenn irgend so ein Bastard kommt und so, ey, Tanzverbot, du. Oh, Alter, schön in die Schnauze rein. Ja, Mann. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Let's go, Leute. Ihr habt noch gar nichts zu diesem wunderbaren Outfit gesagt. Ich stehe adrett, wie ich bin, in meiner Persönlichkeit hier. Ich mach das Video an, Bruder, und das Erste, was mir ins Auge springt, sind Tim seine Eier, Digga. Was soll denn die Scheiße? Ich verstehe das nicht. Dass ihr das aber auch jedes Mal wieder aufs Neue versucht. Das ist so geil, ne? Das ist so geil. Man sagt ihm, hey, Bro, wenn du deine Podcast machst, bisschen unangenehm, weil deine Eier springen einem wirklich ins Gesicht, okay? Obwohl, ich kann soweit sagen, es ist von einer Frau geschrieben. Ja, das muss ich dazu sagen. Okay. Also, erste Nachricht. Hey, wahrscheinlich liest du die Nachricht sowieso nicht, aber ich wollte es wenigstens mal versuchen. Ich habe gesehen, dass du gerne in Urlaub fliegst. Aha. Leider geht das ja momentan nicht, trauriger Smiley. Schade. Hast du schon dein nächstes Reiseziel, wo du gerne mal hinfliegen möchtest? Also ein absoluter Traum wäre mal die Bahamas. Da kann man sogar mit Schweinen schwimmen. Okay. XD, Äffchen hält sich die Augen zu, Smiley. Okay. Einen Tag später, Welche Frau schreibt denn Trimax an? Welche Frau schreibt mich eigentlich an? Ah,
freundlicher Smiley? Was steht heute noch so an? Hab noch diese Woche Urlaub und dann muss ich wieder arbeiten. Und das Wetter nervt langsam. Bei uns hat es heute sogar wieder geschneit. Hoffentlich wird es bald wärmer. Äffchen hält sich die Augen zu. Okay. Bin übrigens 25 und keine 13 oder so. Lach Smiley, freundlicher Smiley. Ich wollte einfach nur Instagram. Weißt du, in Instagram das Feedback der Leute. Hugo, was bedeutet Batman direkt übersetzt? Böser Mann. Böser Mann. Okay, jetzt Freestyle. Erledige die Business-Termine, ficke deine Mutter, steig in den Bulli, die Limit deiner Bulli, Kannibal. Das ist nicht offbeat, wir hören es nur nicht richtig. Die Bilder ballern am Pullen, verteilen deine Hunde, originale Gali, Nicola, Cosimo, deine Bildgramm. Erledige die Business-Termine, ficke deine Mutter, steig in den Bulli, die Limit deiner Bulli, Kannibal. Die Bilder ballern am Pullen, verteilen deine Hunde, originale Gali, Nicola, Cosimo, deine Bildgramm. Das ist scheiße. Nein, nein, nein. In welcher Stadt wurde denn das Coronavirus als erstes? Berlin. Wuhan. Chillig. Chillig, 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 chillig. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Clips. Wer ist das? Ich mach Memes für die Kids. Ist das Carsten in... Verpasst. Jung. Mein Konzept oder Big Mac Band in